Welcome back to another German Food Review and it's Kraut time. Barbecue Kraut by Mildessa. That's the Kraut stuff here. There's barbecue sauce in it. Spicy, smoky and piquant. Yeah, interesting. What is that here? Hengstenberg? Okay. No idea. And is there more? You can eat it cold or warm. And you can eat it like that or with a burger, hot dog, steak, sausage, whatever you like, right? 100% Hengstenberg quality, whatever that means. Okay, no. It's gluten-free and so on. 52 calories per 100 gram, 2% of salt nearly. Sugar, 9%, and low fat. Yo, it's sauerkraut here. Oh, here English ingredients. Oh, that's German. German or English, interesting. Mild sauerkraut and barbecue sauce, cooked and spiced. Sauerkraut, white cabbage and salt, and 50% barbecue sauce. That sounds like a lot. Seasoning and your mustard. Okay, yeah, I want it warm and cold. Here's a mini bowl. Let's open it. Price €1.50. And oh. Smells like, oh yeah, like barbecue and sauerkraut. Really weird, really weird. But okay, it's not that bad, right? It smells how it looks like. Okay, sniff that. Oh no, now it's more a barbecue. The weird sauerkraut smell. It's not that prominent anymore. Oh. So okay, let's get a little bit out into this bowl here. It's 400 gram, by the way, I think. Oh, we have to check that. Is it 400 gram? 400 gram. Okay, Hengstenberg is in Esslingen, wherever Esslingen is, and it's made in Germany. Okay. Okay, a little more. Yeah, it's like a lot of sauce. No, it looks okay. Yeah, that's how it looks like. Sauerkraut with barbecue. Sniff test. Yeah, okay, now it smells more like sauerkraut. Okay, a few, yeah, I don't know, seconds or so in the microwave, we'll see. Back in a sec. Okay, here it is, 45 seconds and it's super hot. 600 watt, okay. Yeah, looks the same. Here's a second bowl, but it's smaller. I can't find the second one from this. And yeah, let's fill this up as well. This here. Okay, here it is. Sauerkraut. There's barbecue. And I hope it's not too smoky. Let's do this here actually. Wow, this is super hot. Oh, wow, wow. Okay. And let's try this. Now it looks a little different. Yeah, can you see that? This looks more krauty. Okay, let's start. Here we go. Mm-hmm. Sometimes sauerkraut is really sour. I don't like that. This one here is not really sour. Here we go. That's nice. Mmm, it's refreshing. Salty. A little sour, and it's not smoky. It's spicy, yes, but smoky, not so much. That's good. That's a nice snack. Okay, now it gets sour. Let's try the warm version. Oh, hope it's not too hot. So, here we go. Warm, it's better. It's more creamy. Comparison. Mm, it's also more spicy. Here we go.
Yeah, but it's better. Okay, I have to try this again. I think this is a little better, warm, but cold is also okay. How much is left? Okay. See something? Yeah, barbecue, I'm not so sure, but it's quite nice. It's a good snack. Yeah, you can eat it like that. It's nice. It's not really sour. If you like it really sour, that's not for you. Here we go. In the warm version, there's more the barbecue flavor. It's not, but it's not really barbecue. Anyway, it's okay. I like the creaminess in the warm version. This here is more krauty. Here we go. Now, rating is easy. Thumbs up for, yeah, no idea, Mildessa or Hengstenberg. Let's say Hengstenberg. Hengstenberg. New York. 50 calories. Barbecue sauce. Smoke aroma. Chili powder. Yeah, it's a little hot. A little sour, salty. But it's not smoky. That's good. Thumbs up. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Sauerkraut. Und zwar Barbecue-Kraut. Bei Mildessa. Würzig, rauchig und pikant. Das Rauchig hat mir ein bisschen Angst gemacht. So soll es aussehen. Man kann es auf einen Burger machen. Man kann es, wo war das hin? Einzeln essen oder so essen, ohne was dabei. Kalt oder warm. Oder man macht es auf einen Burger, Hotdog, Steak und was auch immer. Könnt ihr zu allem essen, wo ihr etwas Würziges braucht. Und was heißt das hier? 100% Hengstenberg-Qualität. Von Natur aus gluten- und laktosefrei. Oh, ist perfekt für eine vegane Ernährung. Okay, hier gibt es zweimal Zutaten, einmal in Englisch und einmal in Deutsch. Mildes Sauerkraut in Barbecue-Soße. Fertig gekocht und gewürzt. Ja. Sauerkraut, das weiß ich, und Salz. Und dann 50% Barbecue-Soße, das kam mir viel vor. Ich weiß gar nicht genau, ob das wirklich 50% sind. Kommt mir jetzt hier so nicht so viel vor, nur wenn man die 50% sieht, dann schon. Aber okay. Ein bisschen über 50 Kalorien, 2% Salz, kein Fett und auch kein Eiweiß, nur ein paar Kohlenhydrate. Ja, Zubereitungsrezept. Ihr könnt ja einen Hengstenburger machen. Okay, Barbecue-Kraut, Fleischpatty, Käse, Tomatensalat, Brötchen, Salat, nee. Okay, ja, ich habe es einmal warm gemacht, das hier ist noch warm. Und hier kommt die kalte Version, kann ich noch aufmachen. Das sind übrigens 400 Gramm. Aus Hengstenberg in Esslingen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist und ich habe auch gar keine Ahnung, wo das hier ist. Aber es ist irgendwo in Deutschland. Und es sind 400 Gramm, kostet 1,50 Euro im Edeka. Jetzt werden wir das hier mal noch raus. Bruchstellen. Komm mal raus hier. Geh rein hier. So. Okay. Ist da noch mehr drin? Ja. Da ist immer noch ein bisschen was. Da können wir vielleicht gleich noch rausdrücken. So, hier, so sieht's aus. Ja, das sieht richtig krautig aus, wie roter Sauerkraut halt. Rötlicher Sauerkraut. Das hier sieht aber ein bisschen anders aus. Das hier sieht mehr nach Kraut aus, das hier nicht mehr so. Das sieht mehr nach gekocht noch aus. Ja, das ist die warme Version. 600 Watt, 45 Sekunden und das war super heiß. Sniff-Test. Ja, das riecht ganz lecker. Aber es riecht jetzt nicht wirklich wie eine krasse Barbecue-Soße oder so. Ist nur bei dem hier. Das riecht mehr nach Sauerkraut. Oh, gleich beißt in die Nase. Ja, und es gibt ja Sauerkraut, das ist richtig sauer. Das mag ich nicht. Sauerkraut sollte nicht so sauer sein. Ja, wie werden wir das hier kosten? So sieht's aus. Ja, Sauerkraut mit Soße. Here we go. Das ist ein guter Sauerkraut. Der ist nicht so sauer. Nur ein bisschen. Aber schmeckt nach Sauerkraut.
Das schmeckt ja würzig, das ist auf jeden Fall. Aber Barbecue würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Brauche ich es auch nicht, das ist gut. Here we go. Ja, kann man auf jeden Fall so wegsnacken als würzigen Snack. Davon bekommt ihr auf jeden Fall Durst. Sollen wir mal die warme Version probieren? Mhm. Das Zeug ist viel cremiger als das. Das ist hier krautig, das ist mehr cremig. Das ist ein bisschen würziger noch als das. Ein bisschen scharf ist es auch ein ganz bisschen, aber ist nicht wirklich scharf. Brennt jetzt nicht richtig doll, nur ein ganz bisschen. Here we go. Ich glaube, ich würde es warm machen, aber es ist beides ganz gut. Es spielt nicht so wirklich die Rolle, wie man es isst. Kalt ist auch schon ein bisschen erfrischend. So. Hm. Von einem direkten Vergleich. Ja, warm fühlt sich ein bisschen besser an, ist allerdings noch würziger und noch saurer. Also ein, ja, ein schärfer. Aber ist okay. Here we go. Ich würde es, glaube ich, warm machen, aber man kann es auch kalt essen. Kein Problem. Kann man einfach wegsnacken. Ich mal hier raus löffeln. Oder ergabeln. Hm. Ja. Keine Ahnung, ob man das als Salat durchgehen lassen kann. Schmeckt auf jeden Fall nice. Das ist ein schöner Sauerkraut. Here we go. Ich glaube, das schmeckt auch. Da muss ich mal kurz gucken. Chili-Pulver, ja, wenn Chili warm ist, dann ist es immer noch ein bisschen schärfer irgendwie. Also ein bisschen schärfer, ein bisschen würziger noch. Das ist beides gut. Und das Zeug hier bekommt einen Daumen nach oben, schmeckt gut. Ja, würzig, rauchig, bekannt, ideal für was auch immer. Kann man einfach so snacken. 1,50 € im Edeka. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.